Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Die Malve fängt trotz Rost an zu blühen. Ist auch eine außergewöhnlich schöne Blüte. Ach ja, ich habe eine neue Kamera. Ich probiere es jetzt mal mit der GoPro, ob das vielleicht weniger Gewackel gibt. Und hier Natternkopf. Eine wahre Pracht. Alles voll mit Natternköpfen. Ah, und hier habe ich vergessen, wer das ist. Die Wiesengrillblume wird von der Honigbiene angeflogen. Ja, und die Bergflockenblume lässt jetzt so langsam nach, aber hat immer noch einige Blüten, die auch nachkommen werden. Ja, da hinten sieht man meinen Holzhaufen, Haselnüsse und eine Eberesche dazwischen. Da hinten auch wieder Totholz. Hier eine Backsteinmauer. Vorne dran die Nesselkönigin. Da mein Reisighaufen mit dem Igel und der Kirsche. Und hier versuche ich es mit Gilb und Blutweiderich. Mal sehen, ob die dem Gras trotzen können. Hier Totholz an Dachziegeln. Ja, und hier sind wir an unserem Bumerangbeet mit Erbsen und dicken Bohnen. Hinten dran die Filzrose, wunderschöne Rose. Da die Maibeeren. Ja, und hier tut sich einfach alles schwer. Egal wie viel Samen ich drauf kippe. Nicht mal Gras will irgendwie sich hier richtig einfinden oder eindringen. Jetzt versuche ich es halt mal wieder mit ein paar weiteren Initialpflanzen. Wie zum Beispiel der Fetthenne. Ja. In dem Bereich ist hauptsächlich der Huflattich. Aber auch ein Natternkopf. So. Die Stachelbeeren tragen schon richtig gut. Hier unten Preiselbeeren. Die Mistbeeren. Und hier die Holundersstecklinge, die inzwischen auch schon ganz schön groß gewachsen sind. Felsenbirnen tragen auch gut Früchte. Und die Blaubeeren natürlich auch. Richtig schön. Da hinten, am miesesten Platz, da wuchert der Wollziest. Die Gartenwollbiene, die holt sich dann hier ihre Härchen, um ihre Nestkugel zu bauen. Es gibt Hümmel auch schon mehr. Hier habe ich sie auch mit Initialbepflanzungen versucht, ob da etwas mehr Vielfalt reinkommen kann.
Vielleicht noch der Baldrian. Wenn man genau hinschaut, zwischendrin, da gibt es schon so ein paar andere. Also richtig durchgesetzt hat sich da jetzt auch noch nichts, aber vielleicht wird es ja noch. Da übrigens mein Käferkeller. Und jetzt der Gemüsegarten. Ja, von der Spirale ist nicht mehr viel zu sehen. Außer eben hier die Blüten einer vermutlich Bergflockenblume, glaube ich, war es. Ja, da hinten wächst eine Karde hoch. Mal sehen, was da noch alles so kommen wird. Und hier Heidelbeeren, die ich auch in einem torffreien Substrat gesetzt habe. Nachgucken, welche welche Rose das war. Ich weiß nur noch, dass sie kaltliebend war. Hier das Leinkraut. Da sieht man schon Neuanpflanzungen. Dem ist es zu heiß und zu trocken hier alles. Mal sehen, wie mein Moor mit der GoPro aussieht. Das Moor wird gerade vom Mond beworfen. Und hier im Trockenbeet, wo eigentlich wirklich die Künstler leben, die sich da ansiedeln. 5 Wochen ohne Wasser hinterlassen hat auch Spuren. So, und hier eben die Lichtnelke, Hintergrund Nachtviole, Untergrund Rhein. Hier sieht man die Trockenheit ganz deutlich. Mein Sandarium ist ein bisschen zugewuchert. Ich versuche es jetzt mal mit abdecken. Ich hoffe, dass die Bienen trotzdem reinfinden, aber insgesamt ist jetzt nicht noch mehr zuwuchert. Ja, jetzt sind wir wieder bei den Natternköpfen. Jetzt können wir noch mal in die Mitte schwenken. Wiesensalbei, ach Quatsch, der Apothekersalbei. Da unten die Glockenblume ist aufgegangen, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, sehr schön. So ist eine Knäuelglockenblume. Und da hinten der Waldstorchschnabel blüht. Und hier die skabiosen Flockenblumen. Oh, dann wird bald die Wollbiene aktiv und der Lavendel blüht. Die Gartenwollbiene beschützt Blüten vom Halsiest, vom Lavendel vor anderen Bienen. Mit diesem Blick auf die Karthäusernelke sage ich dann mal, macht's gut, ciao, ciao.